Willkommen, liebe Freunde des CNC-Fräsens, zu meinem dritten Teil der leichten Stahlzerspanung auf meiner Eigenbaufräse. Heute zeige ich euch, wie ich die lose obere Backe gefräst habe. Ich zeige noch mal kurz die aus dem vorhergehenden gefertigten Teil bekannten Fräsoperationen Planfräsen und Adaptive Clearing, also das Ausräumen dieser Nut. Bei dem Adaptive Clearing habe ich den Vorschub und auch die Querzustellung nochmal erhöht. Außerdem zeige ich das Fräsen der Langlöcher und das Herstellen der 90-Grad-Senkung. Im Kammteil musste ich diesmal gar nicht so viel machen. Ich habe mir alle Fräsoperationen und Bohroperationen von der vorhergehenden Backe kopiert und habe sie erstmal hier eingefügt. Und nach dem Einfügen musste ich dann nur noch die Geometrie ändern, also natürlich dann die Bohrung von diesem Bauteil zum Beispiel auswählen oder diese Nut auswählen. Das geht aber deutlich schneller, als wenn man die Fräs- und Bohroperationen komplett neu anlegt. Beim Planen habe ich jetzt eigentlich nichts geändert. Das war eine gute Fräsoperation, das lief gut durch, da war auch keine Änderung notwendig. Bei dem Adaptive Clearing habe ich noch ein bisschen mehr Gas gegeben. Können mal reinschauen. Ich bin jetzt auf den Vorschub von 2000 mm pro Minuten gegangen und damit haben wir einen Vorschub pro Zahn von 0,041 mm. Und die Querzustellung, also diese optimale Zustellung heißt sie hier ja, bin ich von 0,9 auf 1 mm hochgegangen und das hat jetzt auch noch mal ein Ticken besser funktioniert als mit den vorhergehenden Einstellungen. Bei dem Taschenfräsen habe ich nichts geändert. Also das Taschenfräsen war ja nochmal dafür da, um das Aufmaß, was beim Adaptive Clearing stehen geblieben ist, noch wegzuräumen und die Tasche auf ein sauberes Maß zu bringen. Da habe ich gar nichts geändert. Die Senkung werde ich letztendlich mit einem 90-Grad-Senker auf der Bohrmaschine machen, aber ich habe da schon mal Taschenfräsen für genommen, um das ein bisschen vorzuarbeiten, damit ich nicht allzu viel mit dem Senker drücken muss und mir die Arbeit da ein bisschen erleichtere. Und es handelt sich um eine Tasche, die halt eben um 90 Grad zuläuft. Bei den Schnittgeschwindigkeiten und Vorschüben war ich hier ein bisschen vorsichtiger, war vielleicht ein bisschen zu wenig. Ich habe hier oben die Kreise ausgewählt. Bei den Höhen habe ich nur die Tiefe eingestellt, wie weit ich insgesamt reingehen will, 5 mm. Und hier seht ihr bei der Wandkonik, da habe ich 45 Grad eingestellt und deshalb läuft die quasi im 90 Grad Winkel wie der 90 Grad Senker zur Mitte hinzu. Für das Vorbohren der M5er Gewinde habe ich mir einen neuen Bohrer von Holix besorgt, 4,2 mm Bohrer. Der funktioniert deutlich besser als der LBSD Bohrer, den ich vorher von Soratec hatte. Das werdet ihr im Video auch noch sehen. Also er macht deutlich schönere Späne und man kann auch mit einem höheren Vorschub ins Werkstück fahren. Auch hier habe ich nicht ganz durchgebohrt, das mache ich auf der Tischbohrmaschine. Hier habe ich dann noch Zentrierbohrung angebracht, auch mit dem 4,2 mm Bohrer, damit ich da jetzt auf der Tischbohrmaschine 10 mm durchbohren kann. Und danach würde ich dann diese Langlöcher fräsen. Bei den Langlöchern können wir noch mal reingucken. Von den Schnittwerten auch eher verhalten, also hätte man bestimmt noch ein bisschen mehr Gas geben können. Ja, oben habe ich halt eben eine Skizze drüber gehabt und bei der Skizze habe ich dieses Langloch ausgewählt. Die Teile sind ja 17,3 mm hoch. Deswegen bin ich auf 18 mm runtergegangen. Die Querzustellung hatte ich bei 0,8 mm gehabt und in der Tiefe
bin ich jeweils 4 mm runtergegangen und habe dann in dieser Höhe ausgeräumt und dann geht es wieder 4 mm runter. Aber insgesamt war das auch eher vorsichtig. Eingetaucht bin ich wieder mit einer Spirale mit 3,5 Grad Steigung. Schauen wir uns nun die Simulation mal an. Also erst wieder Planfräsen, Adaptive Clearing, diesmal wie gesagt mit einer etwas höheren Geschwindigkeit, Vorschubgeschwindigkeit. Und was ich vergessen habe zu sagen, diese Rückfahrwege, die habe ich auch nochmal erhöht. Also in der Vorschubgeschwindigkeit, wenn der Fräser im Eingriff ist, bin ich bei 2000 mm pro Minute. Und hier in diesen Freifaden, die zurückgehen, da hatte ich 2500 mm pro Minute eingestellt. Ich schalte schon mal hier den Schnitt ein. Das Ausräumen. So, da machen wir ein bisschen langsamer, dass man mal sieht, wie die Vorfräsung für die 90 Grad Sänger nachher gemacht wird. Also auch wieder eine Helix eintauchen und dann auf einer Stufe, auf einer Ebene ausräumen. Hier die Absätze sind jeweils 1 mm, deswegen so klein gewählt, dass man hier eine einigermaßen schöne Treppe bekommt, die sich hier entlang von dieser Kante anschmiegt. Und das Material, was ihr jetzt hier noch seht, das ist das, was ich dann mit dem Sänger noch wegräumen muss. Jetzt kommen die 4,2 mm Bohrungen für die M5er Gewinde, mit denen die Mighty Bits festgeschraubt werden, also diese Spannkrallen. Und jetzt kommt hier noch die Zentrierbohrung für den 10er Bohrer. Auch das werde ich auf einmal bohren, also bis 10 mm bohre ich nicht vor. Und ihr seht schon, ich muss das Teil einmal von der Maschine runternehmen, bohre die 10 mm. Und danach wird erst die Tasche gefräst, die ihr jetzt seht. Also ist die 10 mm Bohrung schon drin. Das fehlt jetzt hier in der Simulation. Und ihr seht, es geht immer 4 mm runter und dann wird die Ebene ausgeräumt. Ja, zum Schluss noch die Phase dran und dann wäre dieses Teil fertig. Was ich jetzt vergessen habe, habe ich gerade gesehen, die Phasen an den Bohrungen für die M5-Gewinde.
Im vorhergehenden Video hatte ich ja die Bohrung, die Kernlochbohrung für die M5er-Gewinde mit dem LBST-Bohrer von Sorotec gemacht und war damit ja gar nicht zufrieden, weil er so Hubschrauberspäne produziert hat, also dünne, lange Späne. Und da hatte ich ja schon angekündigt, dass ich mir einen neuen Bohrer besorge. Und die Wahl ist diesmal wieder auf den Holex gefallen. Also ich habe da jetzt keine Verträge mit denen, auch nicht mit Contorion. Aber ich hatte halt eben gute Erfahrungen gemacht mit den Fräsern, mit den Pro-Steel-Fräsern. Und jetzt wollte ich auch mal den Pro-Steel-Bohrer ausprobieren und der hat auch deutlich besser funktioniert. Er kostet natürlich auch das Fünffache. Also der LBST-Bohrer von Sorotec kostet K 5 Euro und hier sind wir schon bei 25 Euro. Was mir besonders gut an diesem Bohrer gefällt, ist, dass er sehr kurze Späne produziert. Und dass er eine sehr hohe Zentriergenauigkeit hat. Man kann ihn also auch als Zentrierbohrer verwenden. Interessant sind hier auch die Daten im Vergleich zu dem Bohrer von Sorotec. Insbesondere der Vorschub pro Umdrehung. Der ist hier mit 0,14 mm pro Umdrehung angegeben. Also 140.000stel Millimeter pro Umdrehung. Und Sorotec hat für den LBST 3.000stel Millimeter angegeben. Auf einer Industriemaschine kann man diesen Vorschub mit Sicherheit auch fahren. Bei den China-Spindeln wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich habe eine vierpolige Spindel, die noch ein bisschen mehr Drehmoment hat. Und ich hatte ja nur 400stel eingestellt. Und wer mit einer zweipoligen arbeitet, der muss mal gucken, was seine Spindel schafft an Vorschub pro Umdrehung. Für die Kegelsenkung habe ich das Werkstück dann von der Maschine genommen. Und muss natürlich zuerst mit 10 mm bohren, um dann die Kegelsenkung anzubringen. Und nach diesen Operationen kann ich das Werkstück hier einfach wieder in den Schraubstock einlegen. Ich arbeite mit einem Anschlag und daher ist es wieder positionsgenau an Ort und Stelle.
Die Oberfläche des Langlochs ist recht gut geworden. Die 90-Grad-Senkung, die ist etwas rau. Damit ist jetzt das zweite Bauteil der Spannvorrichtung fertig. Und im nächsten Video werde ich mich dann um die Grundplatten kümmern. Hier gibt es ja auch noch zwei interessante Fräsoperationen. Zum einen das Langloch, das werde ich dann mit dem 5 mm Dreischneider von Holex fräsen. Und bei den Schrägen auf der einen Bodenplatte bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich das mache. Eventuell werde ich das 2,5D fräsen, also einfach abzeilen. Oder mir noch eine Vorrichtung dafür bauen, dass ich diesen 2-Grad Winkel fräsen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao!